Hallo Welt, hier ist Barbie Liebe. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast, in dem ich über alles rede, worüber ich eben rede. Also große Filmproduzenten haben zu mir gesagt, wir wollen, dass du eine Rom-Com über ein schwules Pärchen schreibst. Etwas, das sogar ein Hetero gut findet und mit seiner Freundin ansehen würde. Schwule sind voll mein Ding. Finde ich super. Etwas, das sogar ein Hetero gut findet? Soll ich mich vielleicht mitten in einer actiongeladenen Verfolgungsjagd in Ice Cube verlieben? Werde ich von Jason Momoa in den Arsch gefickt, während wir Angst haben, dass ein Vulkan ausbricht? Die sagten, wir wollen einfach einen Film, der Welt zeigt, dass Schwule und Hetero-Beziehungen gleich sind. Liebe ist Liebe ist Liebe. Und dann habe ich gesagt, Liebe ist Liebe ist Liebe? Nein, ist es nicht. Das ist Bullshit. Unsere Freundschaften sind anders. Ich muss zu einer Party und ihr seid zu alt für den Pool. Bitte geht. Unser Sexleben ist anders. Asspick? Ich habe kein Asspick. Brauche erst ein Asspick. Nur für dich gemacht, Bro. Hat er mich blockiert? Unsere Beziehungen sind anders. Es ist die Woche der Bisexualität und keiner hat das auch nur eines Wortes gewürdigt. Der Monat der lesbischen Geschichte war im März und dazu hat keiner irgendwas gesagt. Typisch, die Lesben kriegen einen Monat und wir nur eine Woche. Ich will keinen Hollywood-Bullshit. Keine Szenen, in denen zwei Kerle kurz davor sind rumzumachen und plötzlich schwingt die Kamera beschämt weg. Oh, hey, ich bin weg. Hat mich gefreut. Gleichfalls, war voll schön. Mein ganzes Leben lang war ich stolz auf meine Unabhängigkeit. Was ist nur los mit dir? Dieser Wichser geht mir nicht aus dem Kopf. Worauf stehst du? Auf diese muskulösen Hunks ohne eigene Meinung? Nein, ich stehe auf diese dürren Lappen, die einfach ununterbrochen reden. Ihr seid beide der Popo-Part und das ist das Problem. Popo-Tanz! Oh, Popo-Tanz! Oh Gott, schwuler Sex hat mehr Spaß gemacht, als das Heteros noch unangenehm war. Naja, egal. Ich bin eh nicht der Richtige, um eine Rom-Com zu schreiben. Oh Gott, wisst ihr noch, wie das mit den Heteros früher war? Ja, das waren noch Zeiten.